Hallo Jürgen, schön, dass du Zeit für unser Expertenvideo gefunden hast. Hallo Thomas, bin gerne bei dir. So kennen wir uns. Jürgen, du bist der größte und bekannteste Korallenzüchter in Deutschland. Wie jung ist dein Unternehmen? Wie viele Liter hast du in deiner Anlage? Wie viele Aquarien umfasst deine Anlage? Wie viele Korallen produzierst du jährlich? Erzähl doch bitte mal. Ich betreibe mein Unternehmen schon seit 12 Jahren, habe insgesamt 20.000 Liter Zuchtanlage und 35.000 Koralle stehen immer bei mir drin. Okay, das sind ja gewaltige Dimensionen. Hast du Angestellte, machst du alles allein, hilft deine Familie? Ich mache die Vermehrung und das Ausfahren der Koralle mache ich selbst und meine Frau macht die ganze Büroarbeit mit Sitzbuch führe, Rechnung schreibe, was alles dazugehört. Eben ein echtes Familienunternehmen. Ja. Ich bin ja selber Aquarianer, wenn ich an den Strom- und Wasserverbrauch denke, hast du eine eigene Wasser- und Stromversorgung? Wir haben das Dach voller Solarzellen liegen. Das reicht natürlich bei weitem nicht, um den Strombedarf von der Anlage zu decken. Also die Produktionskosten für die Koralle sind schon maßgeblich von Strom- und Wasserkosten abhängig. Wasser, hast du eigenes Hauswasser oder nimmst du Leitungswasser und Osmosewasser? Ich nehme Osmosewasser, leite aber das Abwasser in Zisterne ein, dass man das nochmal zum Gießen nehmen kann. Okay. Wie bist du eigentlich Korallenzüchter geworden? War das damals ein großes unternehmerisches Risiko? Ich stamme aus einer Weinbaufamilie und bin selbst gelernter Winzermeister. Und da in der Landwirtschaft ist große Risiko mit ungewissem Ausgang ganz normal. Also das war für mich kein Problem. Der Spagat zwischen Wein und Korallen mutet zwar recht groß an, aber ich verstehe dich gut. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Jürgen, wir kennen dein legendäres Großaquarium, leider nur aus dem Internet. Wie viele Liter hat das? Wie betreibst du das? Erzähl doch bitte mal. Es hat 7.500 Liter Wasser und betreibe tue ich es aus. Also die Fische ernähren praktisch mein Aquarium, die Koralle im Aquarium. Und die Fische kriegen alle 45 Minuten was zu essen. Und das entspricht ungefähr 1 Kilo Futter am Tag. Ist ja verrückt. Wir beide haben ja recht viel Kontakt. Ich weiß, dass du viele neue Korallenformen züchtest. Man kann sagen, designst. Macht dir das Kreieren, quasi das Design von Korallen und Anemonen besonders viel Spaß? Ja, also mich reizt am meisten, entweder schwer zu haltende Koralle, wie zum Beispiel Goldneufilias, haltbar zu machen über langjährige aquaristische Haltung oder natürlich auch schwer zu vermehrende Koralle wie Anemone, die zu fragmentieren, dass sie am Schluss ohne Verluste überleben. Expertenvideo. Wir müssen jetzt mal in die Tiefe gehen. Unsere Kunden und wir haben ab und an immer mal ein Problem mit RPN. Ich selbst hatte das erste Mal vor 6 Jahren einen Vorfall, bei dem du der Notarzt warst, wir erinnern uns beide, der mein Riff-Aquarium zu Hause gerettet hat. Erzähl uns doch bitte fachlich etwas über das geheimnisvolle RPN. Ja, RPN ist heute ein größeres Thema wie früher, weil man uns aufgrund der besseren Technik das Wasser sehr, sehr sauber bringt. Für den Aquarianer ist oft das Problem, dass der die Koralle anschaut. Die werden immer heller, immer schöner, immer farbiger. In Wirklichkeit hungern sie aus und sterben dann meistens an dieser an diesem bakteriellen Befall quasi sterben die dann. Und die Notmaßnahme wäre dann, den Nitratgehalt zu erhöhen. Die vorbeugende Maßnahme allerdings wären mehr Fische einzusetzen und die besser zu füttern. Jo. Wir wissen alle, dass die natürlichen Lebensräume der Korallen bedroht sind. Umso mehr freuen wir uns, dass es Korallenzüchter wie dich gibt. Megazoo kauft schon seit einigen Jahren ausschließlich Steinkorallen-Nachzuchten. Das geht natürlich nur mit dem Engagement von Korallenzüchtern wie dir. Ja, wir arbeiten wirklich schon sehr, sehr lange zusammen und ich denke, das wird immer besser. Jürgen, wir wünschen dir weiter viel Erfolg bei der Korallenzucht. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Dankeschön. So, das war jetzt unter der